Der ukrainische Geheimdienst hat abgefangene Telefonate russischer Soldaten veröffentlicht, die einmal mehr die äußerst schwierige Lage an der Front beklagen. Die Telefonate legen nahe, dass ganze Einheiten der russischen Armee von den ukrainischen Truppen überrannt und getötet wurden, wie die Kiew Post berichtet. Im ersten veröffentlichten Gespräch erzählt ein Soldat vom Schicksal der 27. Brigade, die komplett zerlegt wurde. Der Soldat erzählt, wie die Brigade ihre Ablösung erwartet hatte und zu trinken begann, nur um danach abgeschlachtet zu werden. Ja, alle unsere Leute wurden abgeschlachtet. Sie wussten, dass sie bald abgezogen werden würden, sie hätten nur Geduld haben müssen. Aber nein, sie mussten sich ja besaufen. Das zweite veröffentlichte Telefonat beinhaltet den Bericht über verstorbene Panzerfahrer, alle fünf Jungs sind tot. Die Situation sei einfach beschissen. Ob die Telefonate echt sind, kann nicht unabhängig überprüft werden. Zudem ist unklar, wann sie geführt wurden.